Subhanahu wa Ta'ala für den Wunsch geäußert hat, inshallah heute vor euch allen die Shahada zu sprechen, das Glaubensbekenntnis zu sprechen, um Muslim zu werden. Das ist eine große Gnade von Allah Subhanahu wa Ta'ala, von unschätzbarer Bedeutung für das Leben eines jeden Menschen. Denn was gibt es notwendiger und wichtiger als die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala? Der Mensch kann alles im Leben haben, alles im Leben besitzen an materiellen Dingen, doch wenn er keine Rechtleitung besitzt, dann bringt ihm das nichts. Weder bringt ihm das etwas für dieses Leben noch für sein Jenseits. Deswegen ist die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala so wichtig. Und auf den richtigen Weg kehrt man zurück zum Weg seines Herrn, indem man das Glaubensbekenntnis spricht. Ist man kein Muslim, also kein Gottergebener, so kann man dies werden auf eigentlich eine ganz leichte und simple Art und Weise, indem man im Herzen tief glaubt und in seiner Zunge bezeugt und spricht, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass der letzte Gesandte in Reihe aller Gesandten Allahs, nach Noah, nach Abraham, nach Moses, nach Jesus, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Wer dies bezeugt und ihn tief in seinem Herzen glaubt, der wird zu Muslim. Und heute ist unser Bruder Khalid inshallah ta'ala, der diesen Schritt machen möchte inshallah, und somit unsere Herzen mit unheimlicher Freude inshallah erfüllt, alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dabei unterstützen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützen, inshallah, und alles Gute in seinem Leben schenken. Bruder Khalid, darf ich dich ganz kurz bitten, dich vorzustellen, vielleicht ganz deinen eigentlichen Namen zu sagen, woher du kommst, und ganz kurz zu sagen, wie du eigentlich zum Islam gefunden hast. Also ich heiße Manuel, vor 3 Jahren habe ich eigentlich muslimische Freunde gehabt. Das hat mich eigentlich richtig inspiriert. Ich habe den Koran gelesen, ich habe den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelesen. Und ja, für mich ist es einfach eine wunderschöne Religion. Friede sei mit euch allen. Alhamdulillah. Wir hören, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz erleuchtet hat, indem er sich mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Anscheinend hat er auch gute muslimische Freunde gehabt, die, mashallah, in diese Richtung gut aufgeklärt haben, alhamdulillah. Und hier sehen wir schon über die Ergebnisse der schönen Spuren, die man hinterlassen kann, von dem auch Sheikh Mohammed in den letzten Wochen und 3 Tagen gesprochen hat. Ich sage es auf Arabisch und dann sage ich es auf Deutsch. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده رسول الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر Jetzt auf Deutsch, Bruder, ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt, außer Allah, Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter und Diener ist. Alhamdulillah. Allah hat euren Bruder, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützen, ihn unterstützen auf seinem Weg des Islams, inshallah, sich ihm erbarmen.